So, liebe Leute, ich habe ja gesagt, wir kaufen uns in dieser Folge die Rebellen-Lizenz. Und das wollen wir jetzt eigentlich auch mal machen, denke ich mal. Dazu heben wir jetzt uns mal hier ein bisschen Geld ab. Auch für die Waffe gleich so 300.000. Auch Ketzen. So. Die bleiben nur 500.000. Eigentlich ganz okay. Nicht so was mega teuer aus. Was ist denn das mit Chibi? Prinzip-Philosophie. Und wir planen das. Nö, also ich würde sagen, wir kaufen uns mal. Den kaufen wir uns mal, oder? Wir probieren uns. Ja, den. 17.000 ist noch zu verkaufen. Kopfbedeckung. Ja, Kopfbedeckung mal. Alles, ich stelle mal kurz das an, oder? So, konfigurieren, Audio, das ist auch, weil sonst hätte man eine Geräusche so im Hintergrund, so das Rauschen, das ist immer so. So, wir schicken uns mal Waffen, aber wir noch Geld brauchen, ich hoffe, wir brauchen noch Geld. HCP, allein kostet 15.000. Hier, die ist rein, kostet 15.000. Kostet 30.000 günstig. Den Granatenwerfer kann ich verstehen. Mein teuerster Drohne für einen Granatenwerfer. 80.000 können wir uns nicht leisten, Leute. Da gibt es sowas von teuren Waffen. Nein, Spaß, aber zwei Münzen, so teuer ist halt alles nicht mehr. Aber ich glaube, ich kaufe mal auf die M18, das ist billig, das ist geil. Und die kostet 300.000 UBS, ich kaufe mir die MK18, ganz klar, das ist billig und die muss man nutzen. Dann schauen wir uns gleich jetzt mal die Fahrzeuge an, ob wir uns da auch schon alt von holen, ob wir es so haben. So, okay. Wir haben erst noch fett im Seite geredet. Das war nur 25.000 kostet der. Nur, das ist eigentlich nicht günstig, aber ich weiß nicht. Komm, ich mach's, oder? 225.000. Da kannst du nichts zu sagen. 220.000 wollte ich jetzt. So. Hilfe. Weg. So. Hilfe. Schauen wir mal, wie viel das Ding nur kosten soll. Strayer-Uran. Es gibt ja nur eine Farbe. Aber was heißt leider, wenn die Farbe geil ist, sehe ich das an. Ja, gut. Tarnfarbe halt. Ne? Dann, ja, ganz okay. Stell ich mal kurz ein.
Hier. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.